Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Craft the World. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar Angriffe erlitten. Unsere erste große Angriffswelle haben wir gut überstanden. Ich hoffe, das geht auch so weiter, dass wir da auch gut zurechtkommen. Aber wir müssen uns auf jeden Fall jetzt ein bisschen verbessern. Deshalb, wir bauen uns hier jetzt ein paar Holzbretter. Dann wollen wir uns eine Schmiede bauen. Mal gucken, ob wir die Schmiede jetzt schon fertigen können. Ach ja, wir brauchen ja noch Wasser. Und fürs Wasser brauchen wir einen Eimer. Und ich habe das schon wieder vergessen. Da ist der Eimer. Da noch ein Nagel rein. Fertig ist der Eimer. Das heißt, wir besorgen uns hier vom Mahlwasser. Nee, das war dann mit einem Eimer. Achso, Moment. Er baut jetzt erstmal den Eimer hier. Ja, gut, das ist ja auch logisch an der Werkbank. Oh, oh. Ratten. Rattennest. Oh nein. Die klauen mir unser. Klauen hier unser Essen, die blöden Ratten. Direkt in der Küche sind sie natürlich entstanden. Das ist ja klar. Oh, ein neuer Zwerg. Wir kriegen einen Stein und noch ein Lagerfeuer. Da, nee, das ist Quatsch. Hier brauchen wir noch mal eine Leiter hin. Können wir uns hier noch mal durchkämpfen. Und Material. So funktionieren, wenn die Leiter mal stehen. So. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viele Ressourcen. So, die kommen auch noch mal weg hier. Und ich glaube, da fehlt einfach noch eine Fackel oder was. Da geht's auch weiter. Überall sind Baustellen, die wir erstmal beseitigen müssen. Es ist natürlich wieder Nacht. Und wir müssen zusehen, dass wir hier diese Nacht überleben. Ich stemme auf 2, dann geht das alles ein bisschen fixer. So, und wir können noch mal. Ja, gleich auch ein bisschen Wasser holen. Du gehst mal schnell durch. Können wir dann Wasser holen? So. Ah. Gut. Da ist jetzt das Eimer-Symbol. Dann holen wir uns nochmal schnell Wasser. Oh, die lernen gerade zu schwimmen, weil sie hier alle nicht rauskommen. So viel zum Thema. Also sie lernen doch durch Aktivitäten was dazu. Ach, man kann das Wasser auch wegsammeln. Aha. Mal gucken, ob sie da. Ne, der kommt da nicht rüber, auf keinen Fall. Der bleibt jetzt da unten hängen. Der hat gerade Holzfäller plus 1 gekriegt. Cool. Haben wir denn jetzt Wasser oder nicht? Aber noch ein bisschen mehr Wasser. Und die schnappen wir uns auch alle. Ich denke, wir sollten jetzt aktuell das schaffen. Ich werde jetzt auch keine weitere Ausrüstung machen, denn ich will das nächste dann aus Eisen direkt fertigen. Direkt in der Schmiede. Wir riskieren das mal. Ich weiß ja, wir haben auch ein, zwei Zwerge, die nicht, oder mehr Zwerge eher gesagt, die nicht so gut ausgerüstet sind. Von daher nehmen wir auch noch mal ein bisschen mehr Wasser. Den töten wir uns noch mal. So, können wir, haben wir jetzt Wasser im Inventar? Eimer haben wir. Pass mal auf, die setzen wir jetzt mal hier unten hin. Den kann man nicht direkt einsetzen. Also das müsste eigentlich funktionieren. Aber ich denke, sie machen erstmal die anderen Aufträge. Und da fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit einzugreifen und Prioritäten zu setzen. Ich weiß zwar, man kann die Zwerge ja auch steuern. Kann ich da irgendwo was mit Prioritäten setzen? Nee. Achso, hier kann ich die zwischen den Zwergen wählen. Ja, du gehst mal ausruhen. Du auch.
Und du sowieso. Viel zu wenig Gesundheit. Das ist noch okay. Ja, werde ich mal ordentlich schlafen schicken, weil bringt ja auch nichts. Wenn wir dann gleich einen Kampf haben wieder in der nächsten Nacht und die es dann nicht schaffen. Holst du jetzt Wasser? Sehr gut. Aha, jetzt haben wir sogar gleich ein bisschen mehr Wasser geholt. Ich glaube, das müsste reichen, wenn wir das einmal deaktivieren. Und wenn er jetzt gleich hier im Lager angekommen ist, alles abgelegt hat, dann sollten wir jetzt auch unsere Schmiede bauen können. Da ist das Wasser. Kohle, Eisenerz und Stein. Ach komm, leg da jetzt nicht rüber hier. Juhu, die erste Schmiede steht gleich hier. Die kann hier wegen den Fackeln nicht gebaut werden. Das wird den nehmen wir hier einmal kurz weg. Müsste sie dahin. Die wird, ich denke mal, so eine Dreier- oder Zweier-Reichweite und eine Zweier-Höhe haben. Ja. Passt gerade so. Gut. Aber das müsste immer noch hell genug sein. Daher, die Fackel da lassen wir mal. Sehr cool. Können wir uns jetzt das bessere Equipment bauen, damit wir schnell vorankommen. Erstmal die Spitzhacke. Und das Holz hier hin. Ach komm, das nehmen wir mit. Wir brauchen 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon. Und wir brauchen 8 Stück davon. Haben wir genug Eisenerz? Ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir unsere Zwerge hier mal losgeschickt haben. Davon haben wir auch 8 Stück. Was können wir denn noch machen? Rucksäcke könnten wir machen. Holzrüstung. Nee, ich glaube, da kommt ja gleich die fortgeschrittene Rüstung oder nur Bewaffnung. Nee, die Rüstung kommt noch nicht. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr von der Holzrüstung. Wer hat noch nicht? Du. Und wir brauchen noch Helme. Also von der Holzrüstung brauchen wir noch 1, 2, 3. Dreimal Holzrüstung. Und Hüte. 1, 2, 3, 4. 4 Hüte und dreimal Holz. Das machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Und na, das können wir nicht, weil wegen Seil ist noch nicht möglich. Eins, zwei und drei. Sehr schön. So, dann fertigt mal hier das ganze Equipment. Und dann werde ich am Stück gleich alle einmal verbessern, damit ich nicht tausendmal in dieses Fenster rein muss. Und das soll doch endlich mal weggemacht werden, Leute. Schon wieder zugewuchert. Yay, baue eine Schmiede, um stärkere Rüstung und Waffen zu schmieden. Benutze statt Eisen gehärteten Stahl. Aha, so, danach dann noch eine Stufe weiter. So, du kannst da gleich einen Stein hinsetzen und dahinter wieder Erde. Wir kennen's ja. Machen wir hier das gleiche, dann bauen wir uns von der anderen Seite auch mit ran. Können wir das schon alles platzieren hier? Wäre natürlich echt cool. Das andere den Stein noch nicht, aber... Oder bricht er das jetzt ab? Ne, das mag er irgendwie nicht. Ach so, ja, weil natürlich Stein fehlt hier. Da. Und dann kann ich nach dem... Das wieder platzieren, ja. Machen wir gleich weiter. Ihr habt alle gerade Freizeit, das ist aber nicht so gut. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Tiere jagen können. Ich schraube mal ganz kurz ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter.
Ja, die Bäume, die lassen wir da. Aber die Tiere will ich alle haben. Plus du. Besser wäre, was, wenn wir uns hier durchgraben, dann können wir leichter hier rüber. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall recht lange. Ist natürlich noch Nacht, was noch super ist. Warte mal, das brechen wir mal kurz ab. Das war nicht so gut. Dann machen wir erstmal das mit den. Mit der Wolle. Wäre auf jeden Fall wichtiger. Und hier ist natürlich doof, weil keine Türen und so. Und natürlich wuchert das mal wieder. Oh, der ist aber immer noch hier im Gange. Am Bauen, am Schmieden. Ganz schön viel Eisenerz verballert. So, das machen wir schon mal für die Zukunft, da die Leiter hin. Und dann wollen wir uns hier um das Eisen noch kümmern. Brauchen wir für die Zukunft immer noch viel mehr Eisen wahrscheinlich. Nein, die jetzt auszustatten hat uns schon ziemlich viel Eisen gekostet. Ach komm, töten wir noch mal hier. Das sind unsere Zwerge. Ah, sehr gut. Haben hoffentlich die Wolle komplett mitgenommen. Na, glaub, da müssen sie noch mal laufen. Ja, und mal gucken, vielleicht werden wir uns hier durchgraben, dass man nachher vielleicht auch mal einen direkteren Weg hat. Und das nehmen wir auch noch mit, das Schaf. Und der verpestet hier alles, der Oger. Meine Güte. So, ist er denn jetzt mal fertig mit Schmieden? Ja! Wir können unsere Zwerge mal ausrüsten. Ah, doch noch nicht ganz. Verdammt. So, jetzt. Achso, wir brauchen ja auch noch was Besseres. Bessere Tools hier, also Angriffswerkzeuge. Das fehlt ja auch noch. Das müssen wir auch noch craften. Na, erstmal fangen wir jetzt mal mit der Rüstung an. So, wer braucht. Du brauchst einen Helm. Du auch. Und eine Holzrüstung. Helm und Holzrüstung. Und Helm und überraschenderweise Holzrüstung. Yay! Du brauchst noch zusätzlich eine Spitzhacke und eine Axt. Mensch, der Loka, der ist richtig gut ausgestattet jetzt schon. Der hat noch gar nichts. Der kriegt jetzt erstmal die Keule übergangsweise. Und ja, da warten wir noch mal kurz, du kriegst schon mal die Steinaxt. Wo werden wir dann angegriffen? Hier? Ach da, ja, das ist immer noch der Oger, ja. Oh Mann, ob das jetzt so gut ist? Pass mal auf, wir machen jetzt hier mal ein paar Türen. Dass wir fertigen uns noch mal schnell. Zwei Schlösser. Eins, zwei. Es ist mir zu riskant, nicht, dass die mir jetzt noch sterben, weil die da dauernd runterrutschen. Also, nee, geht ja gar nicht. Eins, zwei. Kommen hier zwei Türen noch dazu, drei Türen noch dazwischen. Ich weiß, dann greifen sie wieder an, aber im Moment ist das, glaube ich, das Beste, was wir hier machen können. Hier nicht vergessen weiterzubauen. Immer zwischendurch machen. Und du verschwindest hier aus meinem Lager. Die Geister von alten Duden Zwergen oder was auch immer das ist. Obwohl ich glaube, wir sind ja die ersten Zwerge, die hier sind. Würde ich mal tippen. Nutzen. Einmal dich machen kurz. Mal gucken, ob der alleine. Nö. Ach, der geht doch gar nicht hin. Den interessiert das gar nicht, dass hier eine Tür ist. Wahrscheinlich den anderen, ne? Der dahinter ist. Oder? Bleiben die jetzt einfach stehen. Die versuchen sich so hochzuarbeiten. Das ist auch in Ordnung. Das macht mal ruhig. Dann bleibt ihr dann stehen und wartet, bis noch Stärke kommt. Und kommt hoffentlich. Ah.
Nicht ganz rüber. Der eine würde nicht reichen, aber die anderen kommen rüber, wenn sie wollen. Naja, gut. Warten wir jetzt erstmal ab. Sollen die mal machen, sich ein bisschen abrackern. Wie sieht es aus mit den Betten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir. Und hier fehlt noch eine Fackel. Was wir haben 8 Zwerge und 8 Betten. Das ist ja auch schon mal was. Ist er jetzt dann fertig hier beim Craften? Ja. Juhu. Da ist kein Bauauftrag mehr zu sehen. Das scheint jetzt dann soweit geglückt zu sein. Und die letzte Hacke und alle sind ausgerüstet. Warum habe ich mich da verzählt? Noch eine Steinaxt und eine Steinspitzhacke. Huch! Na hoppala! Sowas aber auch. Dann mach das nochmal. Sollen wir für manche noch einen Rucksack bauen? Steigeisen, wo kann man die denn platzieren? Ich glaube, man kann entweder Rucksack oder das machen. Und ich glaube, ich würde mal den Rucksack noch bauen. Haben wir noch Seile? Weil ich würde gerne dafür sorgen, dass unsere Zwerge besser oder mehr transportieren können. Können wir noch Seile bauen? Keine Wolle mehr, ne? Wenn die jetzt noch hier hinten wartet, ja, müssen wir noch mal nächsten Tag wieder hin. Müssen ja auch ein ganzes Stück hier gehen. Und der eine kommt hier rüber. Naja, weite Wege. Da gibt es auf jeden Fall nachher auch noch eine Möglichkeit zum späteren Verlauf, wie wir schneller unsere Zwerge bewegen können. Aber da will ich mal noch nicht zu viel voran. Und da ist noch Kohle. Die lassen wir mal nochmal da. Wir werden jetzt hier das Eisen abbauen. Nehmen wir nochmal alles mit hier. Da unten nochmal eine Fackel hinsetzen. Und natürlich uns irgendwann auch mal den Dungeon angucken. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir noch nicht genug ausgerüstet sind. Wir brauchen noch ein bisschen besseres Equipment, falls da irgendwelche fetten Gegner warten und die uns die Zwerge wegmetzeln. Da habe ich nun wirklich keinen Bock drauf. Das muss nicht sein. Was können wir denn sonst noch so bauen? Was können, oder eher gesagt, was müssen wir bauen, um grundlegende Bewaffnung zu kriegen? Also noch mehr Spitzhacken und Äxte. Ja, dann machen wir das doch nochmal. Ein bisschen was auf Vorrat zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Ach so. Wenn wir natürlich genug Eisen hätten, was wir jetzt gleich abbauen? Und ich sehe gerade, wir brauchen mal wieder Leitern. Dann machen wir jetzt aber mal einen größeren Schritt. Machen wir gleich 30 Stück, ja. Das müsste reichen. Sonst ist unser ganzes Holz auch weg. Apropos Holz. Können wir natürlich mal wieder die Jungs hier losschicken. Das macht unser Auftrag hier mit Wolle. Ja, da ist noch ein bisschen was über. Also einer, wenn der das alleine macht, der braucht dann natürlich sehr, sehr lange. Ja, aber scheint doch jetzt schon mal ganz gut zu klappen. Wir konnten ja jetzt schon mal gegen die erste große Welle gegen anzukommen, beziehungsweise konnten gut ankommen. Auch die kleinen Wellen scheinen wir ja auch so weit zu packen. Wir statten unsere Zwerge immer weiter mit besserem Equipment aus. Das läuft doch schon mal. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zum Abschluss von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!